Mit der Etablierung der akutgeriatrischen Tagesklinik am Landeskrankenhaus Rohrbach konnte erreicht werden, dass für die Patienten ein Angebot geschaffen wurde, therapeutische Möglichkeiten in vollem Umfang tagesklinisch in Anspruch zu nehmen, und gleichzeitig führt dies zu einer Verkürzung von stationären Aufenthalten. Seit Jänner 2018 werden am Landeskrankenhaus Rohrbach ältere Patientinnen und Patienten auch tagesklinisch betreut. Die Vorteile dieser neuen Behandlungsform liegen klar auf der Hand. Der stationäre Spitalsaufenthalt verkürzt sich. Man kann im gewohnten familiären Umfeld bleiben und gleichzeitig erstklassige Therapiemöglichkeiten in Anspruch nehmen. Das steigert nicht nur die Selbstständigkeit, sondern zugleich auch die Lebensqualität der Betroffenen. Das Motto lautet: So viel Hilfe wie nötig, so viel Selbstständigkeit wie möglich. Es umfasst im Großen und Ganzen die Diagnostik und vor allem die Therapie aller möglichen akutgeriatrischen Erkrankungen. Das bedeutet in erster Linie Mobilisierung nach Verletzungen oder Operationen oder zum Beispiel Weiterbetreuung nach Schlaganfällen und sonst sämtliche internistische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen. Sie kommen in der Früh um 7:30 Uhr circa zu uns. Vormittag sind individuell abgestimmte Therapien für jeden einzelnen Patienten, meistens Einzeltherapien. Es sind Physiotherapien, Ergotherapien oder die Logopädin ist anwesend. Zusätzlich haben wir Psychologin, Sozialarbeiterin und Diätologin, die Beratungsgespräche durchführt. Und Nachmittag geht es wieder weiter mit Therapien, wobei dann im Vordergrund Gruppentherapien stehen, zum Beispiel Gleichgewichtstraining oder Gedächtnistraining. Das Personal ist Herrschaft das Gleiche. Und auch die therapeutischen Möglichkeiten sind gegenüber einem stationären Aufenthalt nicht anders. Die Patientinnen und Patienten werden genauso wie die stationären Patienten von einem multiprofessionellen Team betreut. Die tagesklinischen Patienten sind ja in der Regel mobiler, sind schon weiter als stationäre Patienten. Die stationären Patienten brauchen mehr Unterstützung, mehr Betreuung, auch pflegerisch. Und die tagesklinischen Patienten sind eben in der Therapie schon weiter, im Verlauf schon weiter und können dadurch nun besser unterstützt werden.